Die Strategie soll von unten wachsen, aber sie muss von oben gesteuert sein, zumindest als Prozess. Und diese Erfahrung, wie man mit dieser Kompliziertheit umgeht, die sollte man schon mitbringen. Also ein guter Peer sollte diesen Prozess, den eine Hochschule sozusagen zu bewältigen hat, bis sie sagen kann, ich bin eine Hochschule für das digitale Zeitalter oder für die digitale Kultur, schon mal durchlaufen haben. Und das ist besonders wichtig, weil am Beginn dieser Veränderung sollte schon die Strategiebildung stehen. Oft neigen Hochschulen dazu, dass sie zunächst einmal durch Zufall oder ich will mal fast sagen Wildwuchs Digitalisierung geschehen lassen und im Nachhinein das bestätigen, indem sie dazu eine Strategie schreiben. Das ist nicht gut. Die Strategie soll von unten wachsen, aber sie muss von oben gesteuert sein, zumindest als Prozess. Und das ist eine komplizierte Angelegenheit. Und diese Erfahrung, wie man mit dieser Komplexität und mit dieser Kompliziertheit umgeht, die sollte man schon mitbringen. Wenn Sie sich die insgesamt Strategieentwicklung an Hochschulen anschauen, jetzt über das Thema Digitalisierung hinaus, da werden Sie feststellen, dass es sehr, sehr schwer ist, dass eine Hochschule sozusagen ihre eigene Strategie definiert. Also sich klar macht, was ist das Unterscheidende, was sind die Alleinstellungsmerkmale und von denen ausgehend dann eine Strategie entwickelt. Und da ist es sehr gut, wenn da ein Blick von außen kommt und einem jemand sagt, was wir Besonderes sind als die spezielle Hochschule, um darauf dann eine Strategie aufzubauen. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass dieser Blick von außen dazu kommt. Die größte Herausforderung gibt es wahrscheinlich nicht, aber es gibt mehrere Herausforderungen, die sozusagen zeitgleich da sind und die sich gegenseitig sozusagen kumulieren. Und das ist eine große Problematik. Die Internationalisierung ist bei den meisten deutschen Hochschulen längst noch nicht abgeschlossen. Es kommt die Digitalisierung dazu. Es kommt der Druck auf die Hochschulen immer stärker zu, sich anwendungsbezogener zu verhalten. Das heißt also, die Aufgabe des Wissens- und Technologietransfers muss in wesentlich stärkerem Maße ernst genommen werden als bisher. Und es ist natürlich nach wie vor der große Druck der hohen Zahl von Studierenden zu bewältigen. Und das kommt zusammen. Wobei ich aber schon glaube, dass man zum Beispiel die Digitalisierung nutzen kann, um die Internationalisierung zu erleichtern. Auch um den Transfer besser anzuschieben. Das heißt, man muss den Weg finden und das heißt auch, man muss kreativ werden, dass man die Probleme, die zeitgleich da sind, nicht einfach sich gegenseitig addieren lässt, sondern dass sie sich auch ein bisschen subtrahieren.